nochmal so. Eigentlich wollte ich heute bloß so ein bisschen die geernteten Lebensmittel hinbringen und hier die Räume fertig bauen, die irgendwie ewig gedauert haben, und hier oben natürlich unsere Killbox fertig bauen. Nun zeigt sich aber, dass wir wieder angegriffen werden hier. Und zwar mehrere Außenweltlergruppen der Fraktion Ost-Orkolior sind in der Nähe via Transportkapseln eingetroffen. Sie werden sich vor dem Angriff noch vorbereiten. Bereite die Verteidigung vor oder attackiere sie mit einem Präventivschlag. In der Außenweltlergruppe sind Verwandte deiner Kolonisten oder Gefangenen. Beachte aber, dass sie, auch wenn sie miteinander verwandt sind, aufgrund der schlechten Beziehungen zwischen ihren Fraktionen trotzdem gegeneinander kämpfen werden. Diese Leute sind Stadtwächter Jefim, Bruder von Kolonistin Nunu. Okay. Dann gucken wir mal, wie das ausgeht hier. Ach so, hier oben landen die. Das sind jetzt nicht so viele Transportkapseln. Oh, hier landen auch welche scheinbar. Die werden umzingelt hier scheinbar. Igittigit. Ja, dann würde ich fast mal sagen. Gehen wir mal alle in die Mitte der Basis. Und warten ab, was passiert hier. Klavdia, ein Häftling. Sparkles, eine Juwelierin. Da ist doch noch ein zweiter davor hier, oder? Nee, das ist ihre Jacke, okay. Und hier unten waren auch noch welche. Wo sind die? Wo ist Jefim? Hier liegen noch Schiffsteile, die können wir noch. Waren das alle? Da waren noch mehr. Wo ist Jefim? Da unten. Okay. Das ist Jefim. Schwester. Nunu. Bekannter. Tomokoman. Tomokoman ist ein toller Name. Ich würde eine Serie gucken mit jemandem, der Tomokoman heißt. Rick Seppi Riley und Hirati Ninja Skirata. Super normale Namen hier. Okay, Jefim, wenn wir den vielleicht nicht gleich totschießen könnten oder mit Mama totschlagen, so wie Markus das gerne macht, das wäre prima. Er ist offenbar in der gleichen Branche, ist auch medizinisch begabt und Bergbau kann er gut. Also der wäre ein super, 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 super gute Hilfe für unsere Kolonie. Was haben wir hier? Stench, Musiker. Okay. Kratznarbe, juckend. Okay, was kann der? Kunst und Fernkampf. Rauschmittelinteresse und Kurzschläfer. Wenn denn? Das ist doof. Aber wenn die auch hier nach Norden laufen, dann kommen die wahrscheinlich hier durch unsere Killbox. Hoffen wir einfach mal. Die anderen beiden sind da oben. Ja, die kann sein, dass sie hierhin wollen. Ich kontrolliere lieber nochmal, ob da nicht noch andere sind. So. So, wir haben jetzt die Riesenfaultiere dazu abgerichtet, dass sie uns im Kampf beistehen. So, Markus muss mal hier hingehen, weil der hat eine Nahkampfwaffe, genauso wie Cross hat gar nichts.
Das ist aber nicht gut. Gar nichts ist nicht gut. Hol dir mal eine Waffe, Koss. Hier zum Beispiel diesen Knüppel. Das sind alles Waffen, die nicht so weit schießen. Bench hat eine Flinte, der kann mal hier hingehen. Und natürlich Carsten mit dem MG, am besten Full Front and Center. Und dann hoffen wir mal, dass sie bald angreifen hier. Oh je. Die Tiere sind schon wieder alle hungrig. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, sie rauszuschicken, während man hier gerade angegriffen wird, aber wir werden es rausfinden. So, jetzt starten die ihren Angriff, dann wollen wir mal gucken. Ja, sie gehen tatsächlich alle direkt zur Killbox. Sehr gut. Oh, da kommen noch mehr. Das sind noch zwei. Meine Güte, das wird ja langsam ein bisschen Ninjas. Sparkles. So, also Stench hat schon mal eine gewischt gekriegt von der Falle. Tot in 14 Stunden. Okay, ich glaube, Stench hat sich erledigt. Ja, der Musiker ist tot. Aha. Er hier ist, den können wir noch retten, den Häftling. Hoffen wir mal, dass das gleiche für Yefim gilt. Tod in 17 Stunden. Ja, gut. Okay, Nuno, jetzt ist deine Stunde. Wie machen wir das? Wenn wir jetzt hier durchgehen, ist die Falle da. Tod in wie viel Stunden? In 12 Stunden. Okay, der kann noch eine Weile da liegen, aber Nuno könnte schon mal ein bisschen näher rangehen jetzt, um ihren Bruder zu retten. Oh je. Das sind viel zu viele. Ich glaube, wir müssen ins Gefängnis ein paar mehr Schlafplätze bauen. Das sind viel zu viele Gefangene, die wir hier machen. Das funktioniert alles viel besser als mit dem Full Frontal Assault, wie wir das sonst gemacht haben. Das ist ein bisschen überfülltes Gefängnis, aber was soll's. Okay, der ist tot. Und Poppy geht's. Sehr gut. So, die Falle wird jetzt mal abgerissen. Ihr könnt mal alle wieder... Ah, okay. Außerhalb der erlaubten Zone. Das heißt, ich muss das wieder ausstellen hier. Abreißen von Falle. So, Nuno. Nee, du sollst deinen Bruder retten. So. Häftling nehmen wir auch gefangen. Wow, das lief ja großartig. Ich meine, es ist kein so ein Massaker wie sonst hier. Oh, da ist ja doch noch einer.
Okay, der ist selber schuld jetzt. So, Harmon hat einen Revolver. Da würde ich sagen, die üble Maschinenpistole ist immer noch. Oh, da ist eine gute. Obwohl, die gute können wir für andere Leute nehmen, nämlich Maschinenpistole. Ich glaube, eine Schrotflinte ist nicht so gut wie eine Maschinenpistole. Ich hole mal die Maschinenpistole. So. Achso, Bench soll den schon verarzten. Latvia, medizinischer Notfall. Haben Fressattacke, ja, meinetwegen. Übrigens, das ist Domi, ist uns in der Zwischenzeit von den Rapieren von John dazu gelaufen quasi. Und wie man sieht, hat sie mehr oder weniger freiwillig Carsten eine Lunge gespendet. Es gibt leider keine Möglichkeit, linke Zeigefinger einzeln zu transplantieren hier. Dafür ist das Spiel, ich meine, das Spiel ist sehr kleinteilig, aber dann nicht so kleinteilig. So, also Jefim ist nicht nur ganz nützlich, sondern der ist Familie. Das heißt, den versuchen wir zu rekrutieren. Da müssen wir vielleicht noch ein paar Räume anbauen. Weil hier sind wieder nicht genug Wohnquartiere. Sondern wir tun den mit Sissy oder Harmon in ein Zimmer. Den Jefim. Ja, das lief doch alles sehr viel besser als erwartet. Großartig. Ja gut, Harmon ist wieder am. Irgendwie ist er ständig nur am Rummaulen. Ah, ich habe Leichen gesehen. Ah, was hat er sonst noch? Jemanden Organe entnommen. Ah, unansehnliche Umgebung, in Kälte geschlafen. Und deswegen, ich meine, das sind hier alles Nichtswerte hier. Ah, und schon wieder hat jemand eine Leiche auf dem Müllhaufen getan. Haben wir denn noch Gräber? Die sind alle voll, ja, dann kein Wunder. Okay. Machen wir hier ein paar neue hin. Ach, sie findet es richtig gemütlich hier und hat hohe Erwartungen. Okay. Gutes Gedächtnis, eifersüchtig, zäh. Die lassen wir mal frei. Vielleicht mögen uns die Leute. Sie hat ja hier ihre Lunge jetzt dem Carsten gespendet. Ja. So, was haben wir denn Jefim? Was hat der denn? Er ist Ambrosia-süchtig. Darum ist er zu den Raiders gegangen. Wegen seiner Ambrosia-Sucht. Ach, Wundinfektion. Das ist natürlich nicht schön. Ich glaube, wir stellen sie mal auf. Sie darf normale Medizin kriegen. Und Jefim natürlich auch. Gefängnis. Der darf sogar Glitzermedizin kriegen. Weil den wollen wir rekrutieren. So.
Also, wir haben uns Hefe angeguckt, genau. Ambrosiasucht und eine erhebliche Toleranz schon. Das heißt, der wird vermutlich die eine oder andere Entzugserscheinung bekommen. Prellung, Prellung, Schussnarbe. Er hat eine Ellenbogenklinge. Das heißt, wir kriegen hier schon einen super bionisch verbesserten Bruder von Nono. Bruch, Bruch, Stich, Schuss, Stich, Bruch, Bruch, Stich. Also alles nichts Schlimmes. Extreme Schmerzen, aber gut, das ist nichts Neues hier. Jefim kann wieder laufen, sehr gut. Meinung von Nuno minus 5. Ach ja, ich habe die Basis umbenannt hier. Die Fraktion heißt jetzt Fehler 404. Und der Ort ist neu. Neubargum, glaube ich. Hat sich noch keiner drum gekümmert hier. Naja. Ja, ich muss sagen, das war doch sehr effektiv hier. So. Habe sogar Granaten gefunden, aber so. Sehr gut. Können wir die Zusatzbetten hier auch abreißen? Ich glaube, den Jefim lassen wir erstmal im Gefängnis, bis er seine Ambrosiasucht überkommen hat. Ahahaha. Hier können wir noch ein Regal hinstellen für Waffen. Hier passt noch eins rein. Oder das Bett ist frei? Ach, da waren Constantia drin wahrscheinlich, ne? Und die, okay. Ist auch gut. Haben wir schon mal ein Zimmer, wo dann im Zweifelsfall Jefim schlafen könnte. Super.
Ja, okay, dann jetzt ist auch Winter. Haben wir noch genug Nahrung auf Lager? Ja, aber vielleicht sollten wir hier ein paar mehr von den hydroponischen Wannen bauen. Aber erstmal gucken wir, wie viel. Wir machen rund doppelt so viel Strom, wie wir brauchen. Das ist gut. Das heißt, wir könnten uns noch ein, zwei von den hydroponischen Wannen leisten. Okay, im Moment. So, also noch wächst hier alles, aber es ist schon Winter. Aber wir haben noch 9 Grad, also vielleicht kriegen wir eine Ernte, kriegen wir vielleicht noch. Haben wir Ambrosia vorrätig? Ein bisschen was haben wir. Oh, das ist noch mehr. Sehr gut. Ja, wir können mal wieder gucken, welche Tiere wir schlachten sollten. Zwei, drei, vier, fünf. Wir haben viel zu viele Erpel. Die streiten sich nur. Truthähne. Okay. Steinböcke. Ja, Alpakas. Und wir haben jetzt mittlerweile auch ein männliches Riesenvolltier namens Rollo. Das heißt, vielleicht kriegen wir sogar ein paar Riesenfaultiere gezüchtet. Das wäre prima. Der hat es kaputt. Oh, nicht noch ein Überfall hier. Die Leute der Fläche. Das wird immer größer hier, diese Überfälle. Okay, die haben alle tolle Namen. Konstanzia? Ist das unsere Konstanzia? Okay. Ich glaube, das ist unsere Konstanz hier. Die haben die komplett umgedreht und jetzt greift sie uns an. Medizin, Kunst, Konstruktion. Ja, das ist die mit der nervigen Stimme. Ja, das ist unsere Konstanz hier. Ach Gott. Super, dann haben wir Wolle. Merlin greift nicht an hier.
Psychopath psychisch abgestumpft geschickt. Okay. Spielefanatiker. Okay, ach, der ist erst 19. Okay. Absturzbaby. Pflanzensammler. Leute der Fläche, Pflanz. Ah, das wäre natürlich ein toller Gärtner, ne? Und der hat auch keine negativen Traits. Also Mensch. Könnte man vielleicht rekrutieren. Oha. Grauer Seeigel ist ein ganz schöner, tougher Kämpfer hier mit Fernkampf und Nahkampf. Und sonst nichts. Genauso wie Cave Specht. Panther Menino Menino. Psychisch taub, hart arbeitend. Wespe. Schweinwespe. Ganz normaler Name. Okay. Eine Büßerin. Kann Bergbau und sonst nichts. Also warum nehmen die die mit auf Raid hier? Die hat eins Fernkampf, eins Nahkampf. Und Schlange. Grüne Schlange. Auch eine Büßerin. Feuerhüterin, Kriegerin. Schwaches Immunsystem, nervös. Also okay. Was, womit sind die bewaffnet hier? Sind das alles Messer, Iqua, Messer, Knüppel, Messer. Also wenn die auch in die Killbox laufen, dann würde ich fast sagen, haben wir leichtes Spiel. Okay, schauen wir mal. Vielleicht kriegen wir Konstanz hier wieder zurück. Aber dann brauchen wir wieder ein paar von den Notbehelfbetten hier. Vielleicht kommt Merlin ja auch noch zurück. Wenn sich noch jemand an Merlin erinnert. So. Sie gehen ja alle zielstrebig zur Killbox, weil da keine Tür ist. Ich meine, das ist im Grunde genommen, ist das ein Exploit, ne? Im richtigen Leben wird das nicht passieren. Also, beziehungsweise es wird einmal klappen im richtigen Leben. Okay, gut. Jetzt. Ist es schon wieder so weit, dass wir hier hin können? Was? So. Weil die kommt tatsächlich gleich angelaufen hier. Oh, da läuft einer außen rum. Super, Konstanzia ist gleich bewusstlos geworden. Wir haben 12 Stunden Zeit. Sie zu retten. Okay, Bench hat automatisch hier, hat aus Versehen zweimal auf Harmon geschossen, statt auf den Feind. So, dann rette du mal Konstanzia. Und Kerstin, du rettest Schlange. Okay, die ist schon doch schon tot, wa? Hier ist noch einer. Mensch. Mensch, wir wollten Mensch retten, genau. Yes, Mensch. Tot, okay. So, das ist ganz schön.
Ach so, Cross kann auch wieder zurück, so. Ja, Latvia, okay. So. Ja, das lief heute ziemlich gut, muss ich sagen. Wo ist Sissi? Sissi steht noch da rum, okay. Haben genau die überlebt, die überleben sollten. Und wir haben Konstanze hier wieder. So, ja. So, Konstanz hier soll bitte rekrutiert werden. Siehst du, hat sich schon wieder mit Kerstin angefreundet, weil Kerstin sie gerettet hat. Mensch mag uns alle nicht, aber schneller Lerner, fleißig C und super mit Pflanzen. Mensch wollen wir bitte auch haben. Rekrutieren. Die anderen beiden Kladwier können wir freilassen. Bei Gelegenheit. Okay, also das war diesmal sehr ereignisreich. Und ja, das reicht dann, glaube ich, für heute. Dann bis zum nächsten Mal und wie man auf YouTube sagt, vergesst nicht die Glocke zu drücken oder so und Like und Subscribe und kommentiert. Bla. Ciao.